So, den Weg habe ich euch gespart und damit hallo und herzlich willkommen zum Star Wars Power of the Force Convention Vlog. Meine erste Veranstaltung als Presse, wenn man das so nennen kann. Es sieht noch sehr leer aus, hier stehen so 30 Autos auf dem Parkplatz und die Turbinenhallen sehen jetzt nicht so aus, als wäre da irgendwas Krasses in Oberhausen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da sind auf jeden Fall die Hallen und das sieht, naja, sehr unspektakulär aus. Aber ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe mir wieder einen treuen Gefährten an die Seite geholt. Hallo! Seine Begrüßung ist irgendwie immer gleich. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier Halle 2 ist, wo der Eingang ist und wo die Tageskasse ist. Weil da kriegen wir dann unsere Presseausweise. Denn nicht nur ich bin ja dann Presse, sondern er ja auch. Er ist ja mein treuer Kameramann. Hallo! Ich muss den ja als irgendwas angeben. Ich hätte auch Wasserträger schreiben können. Hallo! Aber auf dem Presseausweis dann einfach so Wasserträger stehen würde. Naja gut, ich glaube, ich melde mich, wenn wir drin sind. Lauter Zug. Gut. Ich melde mich, wenn wir drin sind. Ihr müsstet jetzt die ersten Eindrücke, die richtigen Eindrücke mal bekommen haben. Der gute Yannick ist mit der Kamera mal über die Messe gelaufen. Und ja, es ist halt nicht sonderlich groß, aber es ist halt, ja, es ist halt wirklich eine Fanmesse. Ihr seht selbst viele Cosplayer, wirklich viele Hardcore-Fans. Hinten so eine Ecke, wo auch die Stars ganz chillig sitzen, wo du Autogramme holen kannst. Ich bin ehrlich, ich könnte jetzt die Stars auch interviewen. Aber ich weiß, ich wüsste ums Verrecken nicht, was ich sie fragen sollte. Wirklich nicht. Da sind so ein paar Leute dabei, die man kennt. Zum Beispiel die Schauspielerin von Mars aus Episode 7, Michael Pennington. Aber ich wüsste... der Typ, der gewürgt wird. Aber ich wüsste halt einfach nicht, was ich sie fragen sollte. Und bevor ich dann irgendwie ein unangenehmes Interview mache, mache ich lieber kein Interview und renne einfach wie so ein Spacko mit der Kamera nebenher. Oder in dem Fall war er's. Ja, ich gehe... Gleich geh mal nochmal vorbei, dann gehe ich mal ganz nah mit der Kamera ran. Dann mache ich so Action-Shots so. Sei froh, dass es unscharf war. Ja. Ja, wir müssen das nicht immer ein bisschen, ja, nicht ganz so geil machen. Ich hoffe, der Jack kriegt das mit dem Ton ganz gut hin. Neben mir ist auf jeden Fall der Patrick, den ihr auch schon von der German Comic Con kennt. Und der Patrick ist, wie man sehen kann, ein Starkiller-Cosplayer, der das auch extrem gut gemacht hat und letzte Woche sogar einen Preis gewonnen hat. Aber darüber kannst du ja erstmal kurz was sagen, so generell, wer du bist und wie viel Arbeit da drin steckt. Okay, ja, Starkiller aus, braucht man nicht viel sagen, aus der Videospielreihe The Force Unleashed. Ich habe auch schon das aus dem ersten Teil, den TIE Fighter Gear, auch schon mal gecosplayt. Das ist jetzt aus dem zweiten Teil, so Force Unleashed 2, folglich. Ja. Arbeit steckt so einiges drin. Ich habe 90% selber gemacht. Gut, Schuhe selber machen ist schwierig. Ja. Schon gekauft, aber halt mit Bändern bezogen und geweathert, damit es halt so einigermaßen passt. Die ganzen Rüstungsparts halt alle aus Foam, halt auch die Rückenplatte. Das ist halt komplett aus Schaumstoff gemacht. Ja, ja, da steckt so ein bisschen Arbeit drin. Tatsächlich ein bisschen. Ich hatte letztes Jahr im Urlaub ein bisschen Zeit und habe das ganze Ding in 6 Tagen gebaut. In 6? Okay. Ja, ich hatte alle Parts da und ich habe dann Urlaub und Zeit gehabt und habe das in 6 Tagen durchgezimmert. Würde der Lack nicht immer so lange zum Trocknen brauchen, wären es nur 4 gewesen. Ich hatte Bock drauf. Das glaube ich dir. Und wie viel Geld steckt in dem ganzen Ding drin? Weil es ist ja im Prinzip hauptsächlich die Materialien, ne? Ja, tatsächlich. Das teuerste sind tatsächlich die Lichtschwertgriffe, weil ich sie selber nicht machen kann. Ich habe sie mir aus dem Internet bestellt als leeren Griff. Die Elektronik mache ich dann wiederum selber, damit sie so schön hell und blau sind. Das sind so die teuersten. Da kostet der Griff so komplett voll ausgestattet um die 150 Euro. Ja? Das ist dann das teuerste
an dem ganzen Kostüm als solches. Die Foam Parts, das, was ich hier als Brustpanzer habe, die ganzen Teile hier, ist alles aus Foam. Das ist alles Kunstleder, das kaufst du als Meterware irgendwie in so einem Möbelhaus. Ja. Ja, das Foam kriegst du aus dem Internet oder halt als Schaum, diese Puzzleplatten, alles rausgeschnitten und rausgemacht. Also ich sag jetzt mal, ohne die Griffe bin ich wahrscheinlich nicht mal bei 60 oder 70 Euro. Das ist schon krass, wenn man bedenkt, wie viele hier rumlaufen, die wirklich wahrscheinlich viel Geld reingesteckt haben. Da ist sowas natürlich auch eine viel geilere Alternative. Zumal man es natürlich auch personalisieren kann, das ist natürlich viel geiler dran. Und ich würde sagen, also auf jeden Fall in der Videobeschreibung abchecken, da ist er verlinkt, wahrscheinlich zu Instagram. Hast durch den Star-Wars-Cosplay-Seitenteile hast du richtig auch gepusht worden, ne? Vorher 250 und wo stehst du jetzt? Bei, ich weiß es gar nicht, 550 oder sowas. Also es hat sich verdoppelt in knapp 24 Stunden. Aber man muss auch sagen, der hat auch extrem geile Bilder auf Instagram hochgeladen, weil er hat wahrscheinlich noch Fotografen am Start, die ihn extrem geil in Szene gesetzt haben. Und wie gesagt, checkt das in der Videobeschreibung ab, aber sorgt dafür, dass er so ungefähr auf 600 kommt. Ich will noch vor ihm bleiben. Nee, ich würde sagen, wir testen das gleich mal in Aktion. Er wollte uns so ein paar easy Handgriffe zeigen, aber du kannst ja noch mal für die jetzigen Zuschauer mal noch hier mal so eine kleine Stand-Up-Performance machen. Dann gebe ich dir mal ein bisschen Platz, sonst werde ich hier geschlagen. Also es ist einfach immer wieder faszinierend, wie flüssig das einfach aussieht. Vor allem auch mit den Lichtschwertern. Und er schafft es wieder, ohne es hinfallen zu lassen. Schade. Ja, gut. So. Ja. Also erstmal machst du es alles. Das Einfachste. Der einfachste Spin. Du fährst ein bisschen höher an. Okay. Du benutzt Daumen und Zeigefinger. Die anderen spreizen mal ein bisschen ab. Du drückst von dem Daumen das Schwert gegen die Handfläche. Gegen die Handfläche, ja. Okay. Und jetzt gibst du das Schwert hier nach vorne. Ja. Siehst du schon, du kannst es hier speziell wieder ein bisschen verschließen. Okay. Das heißt, so ein bisschen Sprung nach vorne lässt du es runterfallen, lässt es mit dem Mikro hier machen und fängst es wieder auf. Ja, das ist doch total uninteressant. Also diesen ja, schön, es kommt immer ein bisschen an hier nach vorbei. Das sieht doch total abgefahren aus. Das ist die Gewichtsverteilung, das ist ziemlich, ziemlich klassische Dinge. Also, wie so weiter mit dem Schutzvolle. Das ist fast doch. Du bist schwer für mich. Ich wollte gerade sagen, du bist schwer. Du bist die Frage, ja, also die Mauer legen. Ja, du bist die Welt einfressen. Ich bin absolut, absolut unnatürliche Bewegung. Einfach vorwärts und dann vorwärts und dann. Also, das ist nicht mehr als. Nicht mehr als. Das ist absolut unnatürlich. Einfach dazwischen Zeit und Mittelweg. Zwischen Zeit und Mittelweg. Oh Gott. Wenn du noch weiter machen willst, dann hast du noch einen besseren Kurs. Okay. Ja, das ist ja, das ist alles. Es fühlt sich noch so richtig unnatürlich an. Du kannst ihn jetzt einfach weitermachen. Jetzt zieh mal nicht ab. Zieh mal immer weiter vorwärts. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja. Doch, mit Bremsen ist es einfacher, als wenn man nur. Also im Verhältnis zu dem hier ja. Was war's? Darf nicht, aber ich kann nicht so kämpfen. Die ist das Wichtigste. Okay. Die ist schön, kann sich nicht mehr machen. Ich darf nicht mehr. Hier, hier, mach ich fertig. Ist das ein Kind, die Idee? Ja. Nee, die hat ja komplett mit Stöcken gespielt. Ja, Stockkind. Weil in dem Länder sollten wir das nicht machen. Stell dich zu. Ich hab so Stücke, ne? Achso. Ja. Das geht aber, wir können hier auch die Judo falsch machen, ne? Ja. Okay. Ich glaube, das wird auch nicht. Was für ein Buch hast du jetzt schon gemacht? Noch gar nicht. Also er fußt sich noch eins zurecht. Um das mal so auszudrücken. Achso, er will ihn, dass er quasi hier endet. Ja, aber ja. Das ist noch ein bisschen halt in der ganzen Umdrehung. Das war schon wieder auf. Ah, okay. Ja, stimmt, also ist in der halben Hälfte quasi. Genau. Das ist dann in der ganzen Umdrehung. Wenn du das Pferd als zweites hier in den Mittelfinger reinschiebst und hier ganz umnimmst, mach ich dir eben. Ah, okay. Also zwei Finger. Genau. Du schiebst ihn gleich auf dem Tisch.
Finger und gibst den Daumen rauf. Schiebst du mit, wenn das rechts oben gibt, schiebst du schön den Mittelfinger rein und gibst den Daumen raus. Und führst du den mit diesen zwei Fingern zu Ende. Ich komme ja nicht nur einmal rum. Ja. Das finde ich ja noch relativ einfach, finde ich. Aber das ja, drückst du noch so drehen zu lassen. Jack, lass ihn einfach so dastehen, als könnte er es nicht. Okay. Was denn? Das ist der Zeit, der Zeit, die deine Performance. Das ist ja relativ einfach. Das finde ich echt einfach. Jack, das cuttest du raus. Aber das Ding so lang in der Hand zu halten, muss er hier den dann den Finger so reinschieben. Wir können aber was ganz anderes machen. Einmal die Grundbasis des Kampfes geweiht. Okay. Okay? Und jetzt noch mal. Einmal hier hin, dann hier hin. Aha. Und was auch. Der Linker ist der Angreifer, du bist der Verteidiger. Die ersten zwei Schritte sind genau die, die ich begreife. Beide an, nach unten rechts. Beide auf unten und rechts. Das dauert nicht hier. Ja, genau. So, beide unten. Genau, ich packe hier an. Perfekt. Jetzt gehen beide einfach nur auf die andere Seite, unten links. So, jetzt. Deine auf seine Schulter, du willst hier hin. Okay. Okay? Und du willst genau da hoch. Das heißt, du musst das Schwert von hier hin nach da. Also, oben hier über deinen Kopf. Ja. Und jetzt über den Kopf auf die andere Seite und du bringst das Schwert nur rüber. Aufrecht halten und rüber springen. Genau. So, und jetzt holst du nochmal aus über den Kopf nach oben und du reißt das Schwert so schräg hoch. So, jetzt macht er so ein bisschen. Jetzt drückst du ihn einfach weg. Gib ihm einen kleinen Push. Ja, jetzt nochmal. Rechts 1 und links 2, Schulter rechts über den Kopf 3, Schulter links über den Kopf 4 und um noch. Und weg. Das ist alles. Das macht ihr jetzt nochmal für eure Kamera und danach. Wenn ihr gut habt, das ist richtig. Schon die Power of the Force Convention für uns war relativ schnell vorbei, weil es halt auch jetzt nicht so riesig ist. Trotz alledem muss ich sagen, ich glaube, ein Ticket hätte 20 oder 25 Euro gekostet. Im Rahmen ist eigentlich ganz cool, weil ich glaube, da sind wir auch, uns auch relativ einig. Ja. Wenn man wirklich ein Star Wars Fan ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Du kriegst halt relativ viel geboten, finde ich. Also das ist echt ein bisschen familiärer, aber kleiner, aber echt so im Nachhinein kann man, vorher hätte ich vielleicht nicht die 20 Euro dafür bezahlt, also im Nachhinein auf jeden Fall. Ja, im Großen zusammengefasst, wenn man reinkommt, ist es halt nur eine Halle mit viel ja, Händlern und so und dann denkt man sich, ja warum 20 Euro? Aber es laufen halt extrem viele gute Cosplayer rum. Das sieht halt alles geil aus. Man sieht, wie viel Arbeit da drin steckt. Dann die, ja, ich nenne sie jetzt trotzdem Stargäste, die da waren. Du kannst trotzdem direkt bei denen sein, mal ein Foto von denen machen oder so. Das ist alles easy peasy möglich. Und ja, es macht halt wirklich so den Anschein, es ist alles schön klein geordnet und man kann sich halt für alles wirklich viel Zeit nehmen, weil es auch nicht überfüllt ist. Was ich mit den Stars auch mal ganz gut fand, war, dass die halt wirklich, du konntest an die Tische rangehen, ohne jetzt unbedingt Fotos und sonstiges zu machen. Du konntest die halt wirklich sehen und nicht wie bei Con-Con eben, dass die so abgeschottet in Boxen sind. Also du konntest die wirklich sehen, auch wenn du nichts dafür bezahlst. Richtig, du kannst halt, auch wenn du halt nicht so viel Geld hast, kannst du die halt trotzdem mal sehen und du kannst halt auch so mal mit der Kamera draufhalten. Da sagt keiner was, das ist nicht das Problem. Wenn du dann den R2-D2-Darsteller siehst, weil er war wirklich... Ja, also der R2-D2, der war schon, boah, als er an uns vorbeigelaufen ist, ja. Der war schon klein. Gut, aber trotz alledem hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr viele coole Cosplayer und... Allein schon den Patrick zu sehen mit den paar Lichtschwert-Moves, die er uns beigebracht hat, schon ganz cool, den werden wir bestimmt nochmal wiedersehen. Und ja, eigentlich bleibt uns nicht so viel zu sagen, außer cooler Tag und ich hoffe, Jack cuttet was Gutes daraus. Denke ich doch mal. Wir haben noch nicht so viele lustige Szenen. Mach was Lustiges. Nein, was nicht. Gut, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und wir sagen ciao und bis dann. Oder er sagt nichts.